Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem RP-Projekt zusammen mit dem Herrn Chris Huber vom Bauhof und mit Julian. Eigentlich ist bitte. Ja, und eigentlich dem Herr Smith. Genau, hallo. Der ist hallo. Ja, wir sind hier, um fleißig zu helfen. Herr Huber, wie sieht es denn aus? Ja, spring's mal rein. Wo rein? Ach hier, oha. Guck mal hier, Dominik. Ja, super, der Typ, ehrlich. Weißt du, du brauchst eine Hundeleine für den, das ist so schlimm. Ja, vielleicht schon mit Seite. Der steigt überall ein, der fährt überall hin. Ey, das ist ganz schlimm. Was changed denn schon wieder? Was hörst du davon, Michael Jackson oder was ist das? Oha. Achso, stimmt. Endlich haben wir mal ein bisschen Arbeit gefunden. Wir wollen nämlich, weil wir bräuchten mal wieder ein bisschen Geld, du. Dass wir dem Jagd und nicht so schmackhaft was. Hier, Dominik, jetzt kommst du mal auf deine Kosten. Jetzt gibt der hier mal Vollgas. Das ist relativ. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. Oha! Die Hallen habt ihr aber schnell gebaut, muss ich sagen. Ja, das war alles so Steckverfahren und sowas. Naja. Achso. Boah, ihr habt sogar Windrad hier, was ist denn hier los? Habt ihr auch Solar auf dem Dach? Dann habt ihr, macht ihr euren eigenen Strom. Nö, Solar noch nicht. Mhm. Chris? Ja? Blaulich. Zieh mal den Bürgermeister raus, der ist gerade wieder hochgeflogen. Voll mir vorbei und hat mich vollgeschnitten. Denkbar. Irgendwie hoch zum Hof. Oha, ab in Einsatz! Dominik! Dominik! Ja? Was ist denn mit dem Einsatz? Hörst du an? Ich, Dominik, ich sag dir schon ganz ehrlich, so ein Bandstückchen beim... Bei der Polizei ist auch nicht schlecht. Ja, mal bitte den Motor abstellen. Ja, mal bitte den Schlüssel aufs Armaturenbrett legen. Mein Gott, der Windig! Das ist wie ein Film, den ich immer schaue. Hm, sitzen bleiben? Dominik, das ist wie in der Film, die Show. Könntest du mal bitte ihren Fahrstil ein bisschen angemessener anlegen? Was ist denn an meinem Fahrstil nicht angemessen? Ich hab gerade von meinem Kollegen mitbekommen, dass sie ihn geschnitten haben und fast gerammt haben. Ich bin 40 Jahre jung und hab ich war mit 17 angefangen zu fahren, also 23 Jahre fahren, noch keinen Unfall gebaut. Noch nicht mal beim Parken oder so. Den Kollegen hier, den JCB, haben sie vorhin geschnitten und fast gerammt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nicht? Unbedingt, das ist wie in dem Film. Sie sind voll an mir vorbeigezogen und haben mich geschnitten auf der Landstraße. Aus der Stadt, also an ihm vorbeigezogen bin ich, weil man muss ja auch schnell dran vorbeifahren, damit natürlich ja, aber mich nicht halt schneiden. Der den Verkehr nicht. Naja, aber der JSB ist ein 73 Läufer, also überholen muss man den jetzt nicht unbedingt. Mein Volvo läuft 250. Und wo das wollen Ding Sie jetzt die 250 ausfahren, Sie Schlaumeier? Ja, hier ist mal Führerschein und Fahrzeugpapier und was noch das weiß. Dazu ist es noch, man überholt nicht vor einer unübersichtlichen Kurve. Geh bitte. Ich drehe mal gespannt. Ja, ich fahre dir noch mehr. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, hab ich doch gesagt, das ist wie in dem Film, den ich immer schaue abends. Nervt. Ich hab's ja hier Papiere zurück. Ja. Wie gesagt, sie müssen ihren Führerschein in 2 Monaten
wieder neu. Okay. Also auf jeden Fall, wenn sie... Aber ist das bei Autos, muss man den Führerschein bei LKW alle 5 Jahre, bei Autos noch nicht? Doch, Autos auch. An einer gewissen Zeit doch. An einer gewissen Zeit muss man wieder neu. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr es noch mehr sehen solltet, bekommen sie ernsthafte Probleme. Okay. Wie gesagt, fast was die also was denn jetzt? Diese Überholmanöver oder diese hohen Geschwindigkeiten? Sowohl als auch. Soll ich jetzt mit 30 hier lang fahren? Am besten noch rückwärts oder was? Sie können ruhig 50, 60 fahren, habe ich nichts dagegen. Aber nicht mit der überhöhter Geschwindigkeit in einer unübersichtlichen Kurve meinen Kollegen schneiden und dann noch fast in ihn reinfahren. Wie schnell ist denn Ihr Maximalgeschwindigkeit? Kommt sie nicht durch. Außerorts. Also 100. Ich bin auch nicht schneller gefahren. Ich weiß selber, dass ich da nicht durchkomme. Ich habe ein ganz anderes Problem. Hallo, könnt ihr jetzt hier bei Ihren schlechten Sternen auf allen Straßen mal bitte wegsetzen? Mein schlechten Stern auf allen Straßen muss deiner Beamtenbeleidigung auch noch dazu, oder was? Ist Ihr Auto verbeamtet, oder was? Natürlich. Ah, okay. Muss es nicht. Fahren's weg. So. Oh. Wie war das unfallfrei? Ja. Ja, heute ist der erste Tag, schreib den Kalender auf. Kannst du einmal zu Ding fahren? Ich bin so aufgeregt. Warte, wir probieren das nochmal. Ich zeige Ihnen, dass ich auch ohne Unfall die Ausfahrt rausfahren kann. Oh mein Gott, das wird nichts, das wird nichts. Nimm das auf, Dominik, nimm das auf, nimm das auf. Ich hab's geschafft. Na gut, wie lange? Und der rast schon wieder. Das ist geil. Ah. Was passiert denn da hinten? Das muss ich mir anschauen. Hä? Ach du Scheiße. Hättest vielleicht deine Tieflader zusammenklappen können. Ach, hier kommt Oleg und Bolleg. Dominik, steig aus Auto. Hä? Ich bin ja auf dem Beifahrersitz. Hey, komm, steig. Ja, wo war denn? Warte mal, komm hier. Mit Gott! Ach du. Wo ist Gott? Was ist hier los? Lange nicht gesehen, ihr zwei. Was macht ihr denn hier? Wir waren beim Händler, wir haben uns Modelle rausgesucht. Ach, und die wollt ihr jetzt bestellen, oder was? Ja, jo. Der Händler ist schon mal wieder nicht da. Der fährt doch da ohne rum. Was machen Sie, Herr Julian Seidelbach? Ja, wir helfen denen hier. Wir hatten gerade einen spektakulären Einsatz. Seidelbacher? Oh, irgendwie klar. So, warten Sie mal. Herr Tobias! Das heißt Herr Smith. Herr Smith? Hola, Signorina, das geht's nicht. Ja, gut, da ist Dominik Vogel, ich muss doch schnell mal hier weg. Herr Smith, ich habe auf jeden Fall eine Liste mit Bestellungen, die ich nachher... Der hört dich nicht. Ja, okay. Der Herr hört wieder laut Musik, glaube ich, oder? Das wird ja, aber fahren Sie hier ja niemanden um. Soll ich meinen Unimog vielleicht holen, der ist ein wenig wendiger. Oh ja, das ist irgendwie... Ey, das ist wie auf dem Bau hier. Einer macht was und der Riss guckt zu, ey, das ist... Ach, Herr Chris Huber! Ja, die gucken ja alle zu, ey, das sehen? Ist dumm halt. Herr Dominik Vogel! Servus! Kommen Sie mal! Oh. Und? Wie sieht's aus hier? Ey, warum ist eigentlich hier mitten in dem Gebäude im Baum? Ich war mit dem Herrn Huber als Polizist unterwegs mit meinen... Wir müssen Kumpel. Wir mal weglegen hier. Herr Seidelbacher! Was denn? Was haben Sie hier gemacht? Ich? Ja, hier, Polizeiauto steht hier, hier steht ein Dosa. Ja, das müssen Sie den Herr Haft fragen. Wenn's mal bitte ein pinkes, wunderschönes Herr Auto Haft? Auf Seite fahren. Jetzt sind wir mal. Fahren Sie mal bitte Ihr Auto auf Seite, dass mein Kollege da rausfahren kann, falls er mal da hinten rauskommt.
kann sich nur um ein paar Minuten handeln. Wenige Stunden. Wer ruft denn hier? Dinge. Ich hab das sehr oft. Sagen Sie mal. Herr Haft? Herr Haft? Bitte? Herr Haft? Ja. Soll ich mal zurückrufen oder was? Dominik? Ja? Junge, du sollst ja mitten am Tag schlafen, alle. Ich bin jetzt aufgeweckt, jetzt in einem Baum liegen geblieben. Also, Herr Seidebauer und Herr Zimmermann. Dominik. Ja. Zimmermann. Ja. Ja. Hey, du wolltest mir doch was sagen. Echt? Ja, du hast doch geflüstert. Herzhaft, hab ich das? Ja. Achso. Also. Wie gut, dass wir flüstern und die gucken drei Leute zu. Ja, dann kann wo ich ja hier mal laut reden, wenn die hier alle zuhören. Ich hab nämlich wieder online. Einmal weggehen, bitte, Jungs. Alles gut, Herr Huber. Auf Landmazon habe ich mir nämlich eine Kettensäge bestellt. Was? Oha, was für eine? Ja, das ist eine. Moment, lassen Sie mich mal gucken. Eine Guloch. Ach du Scheiße. Man muss ja gewappnet sein, weil wir haben ja auch ein paar Bäume, da müssen wir zurück. Seine Bange. Das war klar, du. Ey, du hättest alles holen können, Stilo, Squana, all mögliches, aber du holst ja irgend so einen billigen China-Kollegen. Ja, das ist Qualität hier, das ist. Wahrscheinlich auch noch Elektro, hä? Nee, die ist glaube ich Diesel. Diesel? Hm. Jungs, einsteigen. Oh, es geht weiter. Ja, wir sehen uns nochmal. Servus. Jo, ciao. Bei der Polizei an Bord hier. Es ist, geht's? Ab in Untersuchungshaft. Besser. Herr Zimmermann, wo wollen Sie denn hin? Ja, hier runter. So, Rainer. Eieieiei, hier ist was los. Was sagst du, Dominik? So, Herr Huber, was könnten wir denn gleich fahren? Ja. Einer von euch kann einen MAN fahren. Und der andere einen BMW. Das könnte schwierig werden, wir haben nämlich keinen LKW-Führerschein. Ja, dann ist es generell schwierig. Ja, den müssen wir halt nochmal machen. Da wollten wir euch auch nochmal nachfragen. Das können wir ja. Ob sie zum Kurs anbieten. Das ist wohl was. Ja. Aber den BMW, den fahre ich ruhig gerne. Das ist kein Problem. Bitte finden Sie sich zahlreich um 15 Uhr. Wow. Oha, hast du es gelesen, Dominik? Also einer mal in den BMW einsteigen. Welchen? In welchen wohl? Oha! Ey, dumme. Ich muss es hier stehen, oder was? Und der andere, beziehungsweise der kann da mal hinter meinem LKW lang vorne den Autoanhänger holen. Wo soll ich jetzt mit dem BMW hinfahren? Was denn? Ein Autoanhänger holen. Ey, der steht doch hier. Ja. Ja, Dominik. Anhänger. Dann zeig mal, wie es läuft. Das wird dem Leben nichts. Der kann doch nicht mal mit dem Bobbycar fahren. Ja, das rücksetzen. Langsam, 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 langsam! Ja! Was ist denn? Fahr! Ja, hang on! Langsam, langsam! Ja, ist gut. Kuppel an. Sag, ja. Oh, wenn das der Huber sieht, ich sag's dir, ey, das zahlst. Ja, super. Steig ein! Ja, warte doch. Ich glaub, da klemmen die Beifahrertür mit dem. Ah, scheiße. Ja, dann musst du wohl laufen. Ja, danke.
Kannst du mal die Tür zumachen? Ah ne, kann ich selber. Oder auch nicht, doch. Oha. Gucken, ob's da, ne. Mach die Tür zu. Dann nimm es mal Mercedes und fahren ins hinterher. Boah, ich kann BMW fahren. Guck mal, Dominik. Ey, du kannst Polizeiauto fahren. Ich raste aus. Der Müller ist aber auch lebensmüde. Aber nicht in der Sirene spielen. So, und wie es weitergeht, Herr Kollege? Chris, was soll ich mitnehmen? Sag ruhig. Ich guck einfach mal. Tieflader abhängen und einen Anhänger. Was haben Sie denn für einen geilen BMW-Hersteller gemacht? Ja, gerade frisch gekauft. Das ist mit? Ja, Aushilfe. Julian. Hallo? So. Ja, aber Leute, wie es weitergeht, sind wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da habe ich mich super drüber gefreut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, viel Spaß, bis dann. Ciao, ciao.